Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 5 und 6 abgeschlossen. Ging ja sehr schnell, vor allem mit Made in Heaven, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, wir haben noch zwei Kämpfe übrig im Part 7, was nicht so lange dauern dürfte. Und das ist ja wahrscheinlich euer letzter Part, wenn ich das mal anmerken darf. Ich weiß jetzt nicht, ob die Credits danach schon rollen, wenn ich hier wieder ein Finale erledigt habe, oder ob das nach dem 8. Part war. Aber ich glaube, das kommt schon gleich. Das finde ich auch gut. Ich hoffe, die Credits kommen nochmal, weil sonst muss ich die nochmal irgendwie abspielen irgendwo. Wird aber schon auch gehen. Und ja. Wenn wir hier fertig sind mit dem 7. Part, dann kommt noch hier der letzte Kampf gegen diesen Bau-Typen. Ikoro heißt er, glaube ich. Als finaler Kampf. Und ja. Dann war's das mit dem Projekt. Kampagne werde ich nicht spielen, weil, weiß ich nicht. Ich werde mir halt offscreen angucken, was es damit auf sich hat, aber wenn es irgendwie erwähnenswert ist, dann werde ich vielleicht nochmal da mal reinschauen, aber ich glaube eher nicht. Weil ich bin immer so eine Person, ich verspreche immer irgendwie so Sachen, ja, da wird noch so ein Part kommen, ja, ich werde noch vielleicht irgendwie so Bonus und sowas aufdecken. Und dann kam irgendwie nie sowas. Deswegen tue ich jetzt keine Versprechen geben, die ich nicht halten kann. So, was haben wir denn? Gegnergesundheit reduziert sich auch kein Problem. So. Du kannst jetzt wagen, den Präsidenten anzutreten. Wie fuß sie? Kann ich nicht vom Horse graben, oder? Vom Horse, vom Pferd graben, meine ich. Doja. Doja. Ach ja, die Leichenteile. Stimmt. Gib mir das. Und das hier. War doch, glaube ich, sehr wichtig. Von dem Pferd da unter. Meine Güte, wie geht der denn ab? Der war, glaube ich, im nächsten Kampf alle Leichenteile, oder? War ja voll schwer, irgendwie den die abzuluxen. Die Fossi! Komm unter meiner amerikanischen Flagge. Jetzt kapiere ich auch erst, was da abgeht. Im Ding. Stimmt ja, wenn sich die zwei gleichen Personen treffen oder zwei Objekte, dann gehen die kaputt. Ist auch so wie im allerletzten Moment vom 7. Part passiert. Weiß ich noch. Diego. Ich habe eine Knarre. Ich schieße ein Pferd ab. Kenshiro aus Fist of the North wird sich freuen, der schlägt nämlich Pferde, die ihn anpissen. Du hast einen Ball, ich habe eine Knarre. Kannst du nicht einfach abwehren? Kommen wir denn da hin? Okay, was kann ich denn mit meiner Dings da machen? Dojan, ach, da ist ein Konter. Ja, okay. Ich auch darauf kommen können. Dreifaches Shoryuken. Nein. Was? Ist auf eine Karte. Dojan. Das wird aber nicht reichen, glaube ich. Habe gerade voll auf die Zunge gewissen. So hinten. Oh, leck mich. Der ist immer noch am Leben. Wow, nein. Oh. Da oben, da muss ich hin. Oh. Nein. Du Pisser. Gib mir auch was davon. Nur Selbstverteidigung.
Boah, geh weg da! Der hat gleich alle drei. Ich will gar nicht wissen, was der macht. Ich weiß, hat Wellenteil voll überpowert, weil es der alle drei hatte. Spiel ja. Ma! Geh weg, oder ich erschieße dein Pferd. Ma! Boah, ist ja als Gegner nervig. Ma! Wie der mir noch eine Verfresse gibt, ey. Gibt's doch nicht, ey. Komm da runter. Hier, peng, 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 peng. Und D4C. Flop. Meine Güte. Ich kann nicht wissen, wie stark Johnny gleich ist. Obwohl der, wenn der vom Pferd ist, dann kann er nicht viel machen. Geh weg. Meins. 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 Nimm deine Bälle wieder. Jetzt nur zu den zurückgeflogen. Was? Ja, ich habe es zu spüren bekommen. Sah irgendwie voll geil aus. Gab's ja auch bei Dingens hier mit Jotaro anscheinend, der, wenn man mit Dios finale Angriff gegen Jotaro einsetzt, dann wehrt er irgendwie ab. Davon hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Zum Beispiel hier so, weiß ich nicht, Jonathan gegen Dio, als er seinen Overdrive einsetzt. Der hat den ja auch irgendwie so geblockt mit seinen beiden Armen, das man ja aus dem Intro gesehen hat. Hätten sie, da hätte ich auch nicht schlecht gefunden, wenn das irgendwie so dabei gewesen wäre. Aber naja. Gucken wir mal. So, letzter Kampf. Valentine mit drei Leichenteilen. Ja, aber muss ich auch behalten. Oh Mann. Ich weiß, dass er richtig schwer war, gegen den zu kämpfen, aber weil jetzt von meiner Perspektive genauso ist. Peng, 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 peng. Vor allem, was für einen riesigen Unterschied macht das überhaupt? Jetzt hat er noch keine Chance. Ich hab das Gefühl. Mal gib mir deinen Fingernägeln weg. Du John Bams. Willkommen in meiner Welt. Du John. Tada, was? Habe ich das gemacht, weil dieser Shoryuken-Buch, den kann ich nicht. Geh unter die Flagge. Dann schwinde. Geh unter die Flagge. Put, 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 put. Dein Pferd auch. Das Pferd, da passt auch dadurch. Das stell ich mal eine vor, ich mache diesen Spezialangriff gegen das Pferd. Nein. Meins. Ah, ich habe den wieder. Jetzt nicht mehr. Man muss da absteigen, um da aufzusammeln. Das ist ja blöde. Meins. Ja, toll, ich erreichte nicht. Au! Aber ich kann irgendwie gar keine Angriffe machen. Ich sag nur. Ja, schießt dich, hallo. Ja, ich meine, das Pferd. Warte. Okay, das wird knapp. Jetzt treffe ich den damit. Ja, okay, gut. Boah, aber knapp. Und jetzt löst sich auf in ein paar Würfel. Stimmt, da waren ja auch irgendwie so Würfel in dem. Part 7 hat irgendwie ein richtig gutes Ende. Vor allem, weil nicht er der Letzte ist, der draufgegangen ist. Er hatte irgendwie was. Exa! Geh weg da! Du hast keine Beine, du verdienst keine Leichenteile. Boah.
habe gesagt, nein. Plopp. Danke. So, kann ich was machen, was Bestimmtes. Ich habe so das Gefühl, ich kann fast gar nichts. Präsent der Parallelwelt. Au. Komm. Komm her, ich greife dich. Ich mache einen fetten Suplex. Oh, ich weiß nicht, wie man einen Gang macht. Versuch mal Button Machine, warte. Meins. Hallo? Nimm das mal auf, danke. Button Mashing. Alter, wie nervig der ist, ne? Ich hoffe, der ist so nervig zu sein als Gegner. So, komm her, Flagge. Der Vereinigten Staaten. Präsident Weltheit. Yes, we can. British. Oh, jetzt baller ich einfach auf das Pferd. Kannst nichts damit machen. Nein, geh weg damit. Peng, 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 peng. Ah. Und damit hatten wir den letzten Kampf auch geschafft vom Part 7. Schön. Finde ich auch. Ich fand ja immer noch der beste Kampf irgendwie im Part 3. In dem Spiel hier. Ich als Dio gegen Jotaro, das war irgendwie der epischste Kampf von allen. Aber naja, gucken wir weiter. Teil 7 abgeschlossen. Jetzt wahrscheinlich noch Part 8 und dann die Credits. Oder jetzt kommen die Credits und dann kommt Part 8. Irgendwie sowas. Mal gucken, was jetzt eher kommt. Okay, anscheinend nicht. Vielleicht kommen ja auch gar keine Credits. So, jetzt machen wir noch den 8. Part, falls ich den machen kann. Und kämpfen gegen diesen Bautypen. In denen ich aus irgendeinem Grund kämpfen kann, obwohl ich mir ihn nicht runtergeladen habe. Und der ist aus dem Manga vom selben Macher. Jules gespürt Yasuo auf, aber er muss erkennen, dass auch sie nichts Hilfreiches weiß. Sie kennen lediglich die Effekte des Vorfalls. Wenn er mehr erfahren will, muss er die Sache tiefer auf den Grund gehen. Es war für ihn Zeit, zum Ursprung der Geschichte zurückzukehren, an den Ort, wo alles begann. Josuke sucht erneut die Mauer Augen auf und entdeckt abermals eine Gestalt, die aus dem Boden auftaucht. Josuke wundert sich zunächst über den stillen jungen Mann, aber dann erinnert er sich daran, wie die anderen 8 Gestalten ihn zuvor angegriffen haben und schlägt als erstes zu. Ab genau in diesem Augenblick verwandelt sich der junge Mann in ein furchterregendes Monster. Super. Okay. Der Gegner regeneriert sich. Okay. Was zum Teufel ist das denn? Der hat sich direkt von mir verwandelt. Den werden wir auch mal schaffen. Kuro Hashizawa. Du bist weg. Au. Bah. Welcher Rang war überhaupt der Kampf? S? Irgendeiner war doch S. War der Kampf? Oh Mann. Ah. Für den gespielten Kampf dürfte ich dann eigentlich gar nicht machen können, ne? Der geht mir voll auf die Fresse, merke ich gerade. Soft and wet. Pop. Ah, meine Augen. Okay, der hat eine Lila, eine Ball. Hm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt habe ich nur rote und goldene gesehen. Egal. Ist er lang goldenen. Das hilft dir aber nicht. Was zum Teufel?
Au! Was zum Teufel? Was war das? Boah. Mann, der heilt sich gleich wieder hoch. Weg. Gut, meine Güte. Kommt der Pisser mit einem Kackstein vorbeigelaufen. Alter, meine Güte, ist das schnell. Ich werde mal den Angriff wieder machen. Kann ich auch hier. War. Komm mal her. Babs. Das ist auch so ein Aura-Angriff? Nein, okay. Aber das wird nicht gut sein. Ha! Er hat ihn verfolgt. Und weg mit dir. Splash! Oh nein. Ja. Na, Hautsch. Okay, war auf jeden Fall so im Style von Jojo. So ein Kommentator und so. Hier frisst meine Blasen. Natürlich mal zu Brei hauen, aber ich habe Seifenblasen. Tschüss. Und das war's. Haben wir den letzten Kampf auch erledigt. Ja, mysteriös. Ein neuer Kampf wurde freigeschaltet, aber du kannst ihn erst spielen, wenn du den Charakter Ikuro Hashizawa aus PlayStation 2 runtergeladen hast. Okay, so viel dazu. Also man könnte theoretisch gegen all die kämpfen, aber du brauchst, weiß ich nicht, den Charakter, um ihn spielen zu können. また bald. So, keine Credits. Dann muss ich gucken, ob ich irgendwo Credits aufrufen kann, um mein Fazit zu diesem Spiel abzugeben. Kannst du aber die Galerie nochmal alles angucken. Anscheinend nicht. Ich habe alles gekauft, was es zu kaufen gibt. Und ja. Galerie-Shop mit Birken, ja. Guck mal erstmal hier alles. Wir werden die ganzen Begriffe erklärt und so. Werde ich natürlich jetzt nicht alles vorlesen. Okay, hier ist was zu Bau. Jeder so gucken. Artworks. Auch einige schöne Bilder. Gehe ich mal so im Schnelldurchlauf durch. Alle mal so gesehen hat. Ja, wahrscheinlich glaube ich noch nicht mal alle, aber ich glaube, ich muss da irgendwie Geheimmissionen und so erledigen, um einige zu erledigen, freizuschalten. Aber man kann ja mal, okay. Hermit Purple war das, nehme ich an. Einmal so ganz schnell über die ganzen Dinge hier rüber gehen, kann man ja. Die ganzen Charaktere sind, glaube ich, nur ihr und die Stands. Am Ende kommt, glaube ich, noch so die. Am Ende kommen, glaube ich, noch so die Landschaften, die Stages, meine ich. Ja, Rohan, Heaven's Door,
Shigechi, Harvest, Akira, Chili Pepper, Rotted Chili Pepper meine ich. Rotted. Mein Red Hot Chili Pepper. Schön. Ich nehme an, das erste waren immer die Zeichnungen, die der Macher zur Verfügung gestellt hat, und das danach sind die 3D-Modelle. Oder? Nehme ich jetzt mal so an. Und ja. Können wir uns gleich nochmal die Credits angucken. Credits waren ja richtig gut gemacht, fand ich. Ja, Tusk in all seinen Formen. Pferd, Valkyrie. Aber jetzt müssen gleich die Stages kommen. Ja, Dio Schloss. Anwesen. Ja, die Dinger, die wir am Ende freigeschaltet haben. So, die 3D-Modelle lasse ich mal. Wir wissen ja, wie die Charaktere alle aussehen, aber ich habe trotzdem Modelle freigeschaltet wieder. Ach, die ganzen Stands wahrscheinlich, ne? Na gut, dann gehen wir noch mal hier in die Credits. Ich nehme mal meinen Controller weg. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so ein Fazit abgegeben habe, aber kein Schaden, das noch mal zu machen. Ja, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle ist damit beendet, höchstwahrscheinlich. Boah, ich liebe diese Szene im Intro. Also wer überhaupt nichts mit der Serie anfangen kann, von diesem Spiel aus hier, würde trotzdem jeden mal raten, irgendwie die Serie mal anzuschauen, weil echt eine sehr gute Serie. Ja, genau die Szene meinte ich hier, ob die irgendwie so als Spezialattacke eingebracht werden konnte. Aber wohl leider nicht. Ja. Ich kann ja mal so ein paar Sachen sagen, was ich von der Serie halte. Ich finde die Serie... Ja, ich habe mir irgendwie im Schnelldurchlauf alle Mangas hier durchgelesen. Von Part 1 bis 8. Also 8 nicht, aber... Ist ja noch am Laufen. Und, ja. Ich fand, der beste Part war bisher Part 3 und 4 und ja, der schlechteste Part, ja, nicht der schlechteste, aber ich meine, der Part mit den meisten Lücken war irgendwie der fünfte Part, obwohl der irgendwie im Japan der erfolgreichste ist oder einer der erfolgreichsten, weil irgendwie waren da viele Sachen nicht beantwortet am Ende. Allein hat die einen Charakter rausnehmen, muss man ja zu stark war. Das war irgendwie, weiß nicht, das kam irgendwie nicht so gut an, fand ich. Der kam ja auch nie wieder danach vor. Das ist ja das sehr merkwürdig daran. Und ja, weiß nicht. Was kann man noch sagen? Ab Part 6 ist dann wieder ein vollkommenes neues Universum entstanden, was irgendwie auch nicht alle beeindruckt hat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. War den siebten Part eigentlich in Ordnung? Ich frage mich nur, wohin das alles dann führen wird. Ob das irgendwie wieder zu den alten Universum wechselt oder ob das... Weiß ich nicht. Hier ist jeder Part sozusagen nochmal neu abgespielt wird, sage ich mal, im neuen Universum. Das müsste die Szene gleich wieder kommen, ne? Ja. Sehr schön. Ich hoffe wirklich, der vierte Part wird auch animiert. Bis jetzt wurde noch gar nichts darüber erwähnt. Weil die würden echt einen Fehler machen, nicht den vierten Part zu animieren, weil der war auch sehr gut. Da würden sich bestimmt auch viele Leute darauf freuen, wenn sich der vierte Part irgendwie in Anime-Form jetzt auftauchen würde. Vor allem in Anime-Form wie Stardust Crusaders und Co. Da bin ich auch richtig geil. Allgemein jeden Part sollten sie animieren. Ich fand jeden Part eigentlich gut. Und ja, was noch? Was kann ich noch sagen? Im ersten Blick, wenn man das Spiel so sehen könnte, wird irgendwie alles noch sehr viel mehr, weiß ich nicht, überdramatisiert in Sachen Charakterdesign und so oder Charakter benehmen. Ich glaube, hier wurde noch mehr gepostet als in allen Mangas
zusammen und irgendwie mehr Make-up wurde hier benutzt als überall anders auf der Welt. Aber naja, das ist halt Jojo. Wenn man so eine richtig todernste Serie erwartet bei der Serie, dann ist man auf jeden Fall hier falsch. Aber wenn man über so ein paar Verrücktheiten hinwegsehen kann, dann ja, kann man sich die Serie richtig gut angucken. Und ja, das Spiel hat mir auch gefallen, obwohl das jetzt nicht so competitive ausgelegt ist, was mir ja vollkommen egal ist, weil mit competitive Kampfspielen kann ich sowieso auch noch nichts anfangen. Man sehe meine Street Fighter Videos, man sehe meine Smash Bros Videos und ja, für mich hat auf jeden Fall gereicht. Ist halt mehr so fürs Fans gedacht, das Spiel. Irgendwann für die PS4 kommt da, glaube ich, auch wieder ein neuer Teil raus, welcher irgendwie so eine Art Kampfsystem wie die neuesten Naruto-Spiele hat. Und ja, da freue ich mich auch schon, wenn ich irgendwann meine PS4 haben sollte. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, das Projekt ist jetzt hier offiziell beendet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder, was auch immer das sein wird. In dem Sinne sage ich, ja, geh ein bisschen schneller. War es das mit Mein Name ist Daniro LP und ich sage tschüss, bis zum nächsten Projekt.